Hallo liebe Kaffeefreunde, heute möchte ich euch zeigen, wie ich meinen Kaffee in so einer Stempelkanne zubereite. Ja, dazu brauche ich dann tatsächlich so eine Stempelkanne. Ich brauche in dem Fall einen Wasserkocher, den nehme ich dafür. Ich brauche selbstverständlich Kaffee. Ich brauche einen Zeitmesser. In dem Fall habe ich hier so eine tolle Kaffeeuhr. Kann man natürlich auf die normale Armbanduhr auch gucken. Und ich brauche eine Tasse, damit ich den Kaffee nachher auch trinken kann. Ja, ich mache mal als erstes mal den Wasserkocher an. Dann kann der hier schon mal für uns arbeiten. Dann habe ich ja diese Stempelkanne. Das ist eine kleine hier. Da kann ich so ein bisschen mehr als 200 ml Wasser passen da rein. Ich habe mal genau 200 ml abgemessen. Auf die 200 ml habe ich hier 10 Gramm gemahlenen Kaffee. Den Kaffee mahle ich ein bisschen gröber als gewöhnlich, damit er sich besser durchstempeln lassen kann nachher. Ist auch kein Problem, weil ich kann anders wie bei einem Filterkaffee ja selbst entscheiden, wie lange ich den Kaffee ziehen lasse. Ja, wie ihr sehen könnt, mein Wasser kocht nun. Dann machen wir den Wasserkocher mal aus und dann drehe ich hier meine Uhr um. Das sind ungefähr 3,5 Minuten, die ich jetzt warten werde, bis das Wasser so weit runtergekühlt ist, dass wir den Kaffee damit aufgießen können. Ich habe den Wasserkocher jetzt halb voll. Ich habe das ausprobiert. 3,5 Minuten bin ich ungefähr bei 92 Grad nachher. Dafür mache ich den Deckel jetzt nochmal auf, damit wir dann auch sicher sein können, dass das genug runtergekühlt ist. Weil wenn die Temperatur mehr als 95 Grad hat, dann wird der Kaffee nachher nicht mehr schmecken, weil die Aromastoffe entweder verdampfen oder im schlimmsten Fall verbrennen und dann wird der Kaffee sogar bitter. Ja, wollen wir mal gucken, wie lange wir jetzt noch warten müssen. Ich denke mal noch eine Minute. Das Ganze kürzen wir jetzt aber ein bisschen ab. Tja, die letzten Bläschen sind jetzt nach oben gestiegen. Das heißt, mein Wasser hat jetzt ungefähr 3,5 Minuten abgekühlt und nun kann ich meinen Kaffee ohne Bedenken aufgießen. In dieser Stempelkanne gieße ich meinen Kaffee eigentlich nicht an, so wie man das vielleicht vom Filterkaffee her kennt, weil der Kaffee hat jetzt ja trotzdem genug Zeit zu quellen, weil, wenn ich das Wasser drin habe und dann hier meinen Deckel oben drauf habe, so, dann stelle ich meine Uhr wieder um und warte noch einmal 3,5 Minuten. Dann ist der Kaffee für meinen Geschmack nämlich richtig durchgezogen. Ja. Die 3,5 Minuten haben wir jetzt auch geschafft und jetzt können wir langsam unseren Stempel nach unten drücken. Das geht relativ einfach, wenn der Mahlgrad stimmt. Wie gesagt, es sollte ein bisschen grober gemahlen werden, als dass ich für einen normalen Papierfilter benutze. Ja, und nun ist mein Kaffee fertig. Den können wir eingießen. Genießen. Guck mal, jetzt sind nach dem Kochen des Wassers ungefähr 7 Minuten, 8 Minuten vielleicht so vergangen und der Kaffee ist immer noch heiß genug, dass man vielleicht noch ein bisschen pusten muss. Aber die Aromen sind vollständig erhalten. Es gibt keinen bitteren Geschmack im Mund, das heißt, die Temperatur hat genau gestimmt. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt über das Kaffeekochen oder allgemein über Kaffee, abonniert meinen Kanal auf YouTube. Ihr werdet regelmäßig benachrichtigt, wenn mal neue Videos reinkommen. Einige sind ja auch schon zu sehen.
kommt mich mal besuchen hier in Tating in der Kaffeerösterei. Macht vielleicht mal Eggies Kaffeeshow mit, die jeden Nachmittag um 15 Uhr stattfindet. Allerdings immer auf Voranmeldung. In der nächsten Woche habe ich noch so ein paar Plätze frei. Wenn ihr Lust habt, ruft mich an. Mal gucken, wo ihr damit rein könnt. Ansonsten ist hier unten eingeblendet die Internetadresse von meinem Shop, wo ihr natürlich den Kaffee auch bestellen könnt. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Eggie. Tschüss.